an. Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz zum Thema Ein anderer Fußball ist möglich, den deutschen Fußball reformieren. Ich begrüße auf dem Podium unseren Präsidenten Oke Göttlich, dann Sven Langner vom Fanladen und Henning Rennekamp, Mitglied oder aus der organisierten Fanszene, Entschuldigung, nicht Mitglied, sondern aus der organisierten Fanszene. Die Journalisten sind wie immer per Video zugeschaltet. Sie können ihre Fragen in den Chat stellen. Ich werde sie dann vorlesen. Bevor wir aber mit den Fragen der Journalisten anfangen, habe ich eine Frage an Oke direkt. Oke, der FC St. Pauli hat am vergangenen Freitag zusammen mit dem Fanladen und der organisierten Fanszene ein umfangreiches Positionspapier rausgebracht. Dort fordert ihr ganz klar, der deutsche Profifußball braucht Reformen. Dieses Thema gibt es nicht erst seit heute. Was war der Anlass, das Papier gerade jetzt rauszubringen? Naja, es war in allererster Linie eine Inspiration, auch seitens der DFL und auch gemeinsam mit dem DFB, auch selbstkritisch mit der Situation umzugehen. Und es wurde auf Pressekonferenzen darüber gesprochen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und der FC St. Pauli ist ein Verein, wo Teilhabe und Partizipation seit Jahrzehnten großgeschrieben wird und auch die Fanszene sich sehr eingebracht hat, dieses Thema auch mit uns besprechen zu wollen. Das haben wir dankend angenommen, zumal auch wir im Präsidium und auch da ein Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir intensiv in diesen Prozess mit eingestiegen sind, und herausgekommen ist dieses Papier, in dem wir uns sämtliche Fragestellungen angeschaut haben, und für uns sind Fans und auch unsere Mitglieder ein wesentlicher Bestandteil der Kultur des FC St. Pauli, und wir haben uns darüber sehr gefreut, dass wir dann in der Lage gewesen sind, in relativ kurzer Zeit ein solches Papier dann auch entwickeln zu können. Vielen Dank, Oke. Sven, wir haben es schon angesprochen, das Thema ist nicht erst seit heute diskutiert oder wird nicht erst seit heute diskutiert, aber der FC St. Pauli ist der erste Verein, der sich zusammen mit der Fanszene hingesetzt hat und das Positionspapier erarbeitet hat. Vielleicht kannst du uns was zum Rahmen sagen. Wie sieht es aus, der ganze Prozess? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben. Ja klar, die Themen, die wir im Positionspapier jetzt behandelt haben, sind natürlich alles keine neuen Themen, sowohl für die Fanszene als auch für den Verein mit Sicherheit nicht. Aber es war ja so, dass gegen Ende März die strukturellen Probleme des Systems Profifußball sehr offensichtlich wurden, und zu dem Zeitpunkt haben sich tatsächlich verschiedene Fans aus verschiedenen Richtungen der Fanszene an den Fanladen gewandt, mit der Idee, einen konstruktiven Beitrag zu dieser strukturellen Krise zu erarbeiten. Und ja, wir haben uns darüber sehr gefreut und haben die verschiedenen Menschen dann vernetzt und haben dann über den ständigen Fanausschuss das Thema versucht, möglichst breit in der Fanszene zu streuen. Also wir haben im ständigen Fanausschuss diverse Gruppen sitzen, zum Beispiel den Fanclub-Sprecherrat, der quasi alle Fanclubs im FC St. Pauli vertritt, aber auch die AFM, AGIM, Ballkult, Fanräume und halt somit ein relativ breites Abbild der Fanszene, was wir da, glaube ich, repräsentieren. Und ja, dann hat sich daraus eine Gruppe gebildet, die auch relativ divers war oder ziemlich divers war. Es waren ältere Fans, jüngere Fans, weibliche Fans, männliche Fans, Südkurve, Gegengerade. Eigentlich sehr breites Spektrum. Und da ist dann ganz schnell die Idee aufgekommen, dass wir gerne zusammen mit dem FC St. Pauli ein Positionspapier erarbeiten würden. Aus dem Grund, dass wir natürlich irgendwie die Kompetenzen bündeln wollten, dass wir Synergieeffekte schaffen wollten und natürlich auch, um eine gewisse Reichweite zu erzielen und letztendlich mit der Idee und der Hoffnung, über Oke Göttlich dann die Themen auch direkt bei der DFL platzieren zu können. Vielen Dank, Sven. Henning, kommen wir zu dir. Aus Sicht der Fans sind die geforderten Reformen absolut notwendig, um die fortschreitende Entfremdung zwischen dem Fußball und seiner Fanbasis zu stoppen. Was sind in euren Augen die notwendigsten Reformen und war man sich eigentlich in der AG dahingehend immer sofort einig oder gab es eventuell auch Streitgespräche? Ja, also für uns war es so, dass tatsächlich irgendwie wir in einer großen Vertrauenskrise damals steckten oder auch immer noch stecken, und viele Fans sind seit Jahren irgendwie in dieser Vertrauenskrise, und ich weiß so aus vielen Gesprächen, die ich damals auch mit anderen geführt habe, dass als dieser Restart mit Geisterspielen beschlossen wurde, ganz viele gesagt haben, für mich war es das jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, auf dieses Geschäft, und
für uns war es so ein bisschen, also was uns jetzt hier irgendwie auch so ein bisschen da immer über Wasser hält, ist halt der Umstand, dass viele der Dinge, die wir halt fordern, hier zum Teil schon gelebt werden. Und wir haben halt dann gesagt, okay, wir akzeptieren jetzt zähneknirschend diese Geisterspiele, aber dann muss es halt eben auch klare Reformen geben, damit man halt nicht nochmal in so eine missliche Lage kommt. Und im Groben lassen sich diese Reformen in drei Oberpunkte aufteilen, und zwar die Punkte nachhaltiges Wirtschaften, fairer Wettbewerb und Partizipation von Fans und Mitgliedern. Wobei man sagen muss, dass die Themen 1 und 2 eigentlich klar zusammengehören. Also ein fairer Wettbewerb ist nur durch nachhaltiges Wirtschaften möglich und fairer und umgekehrt. Ich würde sagen, wir waren uns, was diese Oberthemen angeht, eigentlich relativ schnell einig. Also in den Feinheiten gab es natürlich schon immer sehr, sehr viel Diskussionsbedarf, aber dass das so die Main Topics sind, da waren wir uns eigentlich schon einig. Und genau, man muss irgendwie sagen, was dem allen sozusagen noch übergestülpt ist, und das war auch ein Gedanke, wo wir uns eigentlich recht schnell einig waren, dass alles geschieht vor dem Hintergrund des Bewusstseins, dass jeder Verein ein 36. der DFL ist. Und alle sind gleicher Teil davon. Und im Endeffekt kann man das auch irgendwie noch mal weiter auf alle Fußballvereine ein Stück weit ausweiten, wenn man das zu Ende spinnt, diesen Gedanken. Denn ein Big Player definiert sich nur dadurch, dass es auch kleine Player gibt. Und somit sind die kleinen Player für die Big Player unerlässlich, weil sie ansonsten ihren Status gar nicht hätten, den sie jetzt haben. Ja, man muss auch ergänzen, vielleicht noch, wenn ich da einsteigen darf, dass wir hier insgesamt auch überhaupt keinen Abgesang auf den Profifußball insgesamt lostreten, sondern im Gegenteil. Wir haben uns hier gemeinschaftlich miteinander getroffen, miteinander diskutiert, wie können wir den Erfolg des Profifußballs der vergangenen Jahrzehnte eigentlich wieder freilegen. Was sind eigentlich die Momente und die Dinge gewesen, wovon eben auch der Profifußball heute profitiert? Und woher kommt auch die Generierung von Geldern? Wem haben wir das eigentlich auch zu verdanken? Und das ist nun ganz klar, dass wir hier mit Fans und Mitgliedern eine sehr große Gruppe an Menschen haben, die sich sehr für Fußball interessieren, sowohl für das Stadionerlebnis, aber auch wenn das immer nicht ganz gerne so gesehen wird, auch das Zuschauen im Fernsehen und auch das Kaufen von Pay-TV-Tickets hilft natürlich, diesem profitablen Geschäft zu seiner Blüte, in der er sozusagen auch die ganze Zeit steckte, aber diese Blüte letztlich natürlich auch, sage ich mal, durchaus seine Momente hat, an denen man drangehen muss, weil sie eben, was die Verteilung, was die Ausgabenstrukturen, was auch das internationale Rattenrennen angeht, durchaus an seine Grenzen stößt und eben die Schwächen, die dann eben konkret sichtbar während der pandemischen Situation, in der wir uns nach wie vor befinden und sie auch nach wie vor nicht vorbei ist, dass wir da mit Ideen und Ansätzen loslegen wollen, die wir dann auch gemeinsam mit DFB, DFL als Dienstleister aller 36 Vereine des Profifußballs zusammen diskutieren wollten und sollten. Wenn ich dazu vielleicht noch ganz kurz ergänzen kann, also das ist ja quasi auch ein Kernpunkt sozusagen dessen, was wir sagen, also was wir sagen wollen, wenn wir schreiben, dass fairer Wettbewerb und nachhaltiges Wirtschaften zusammengehören, weil gerade durch die ungleiche Verteilung und durch viele Vereine, die einen Wettbewerbsvorteil haben durch externe Zuflüsse von Geld, entsteht natürlich der Drang bei ganz vielen anderen Vereinen, dem irgendwie standhalten zu müssen, wodurch sie extrem große finanzielle Risiken eingehen, die dann zu der Situation geführt haben, die wir vor kurzem halt hatten, dass 13 von 36 Vereinen kurz vor der Insolvenz standen und die einem dann halt sehr, sehr wenig Handlungsspielraum übrig gelassen hat.
Gut, das war sehr ausführlich. Vielen Dank. Dann kommen wir auch direkt zu den Fragen von den Journalisten. Den Anfang macht Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt. Er fragt, Oke, wie waren die Reaktionen der anderen Vereine und der DFL auf das Positionspapier? Stand dein Handy seit Freitag quasi nicht mehr still? Ach, ich bin heute aus dem Urlaub zurückgekehrt und habe mich gefreut, dass ich bisher relativ wenig telefonieren musste. Und ehrlicherweise ist es für mich so, sind alle Fragestellungen und alle Themen, die uns in den letzten Monaten und Jahren übrigens auch schon bewegt haben, sind in diesem Papier zusammengefasst. Ich finde es sehr transparent und offen, wie wir mit diesen Fragestellungen umgehen. Und ich freue mich auf Feedback sämtlicher Kollegen, denn bin auch gerne bereit, persönlich mit allen zu den Themen zu sprechen. Und ich glaube, dass sehr viel von diesen Themen durchaus schon in sehr vielen Vereinen auch diskutiert wird. Diese Frage gebe ich auch gerne nochmal an Sven und an Henning weiter. Gab es eurerseits von anderen Vereinen, von der Fanszene nochmal Reaktionen? Sven, gerne. Also bis jetzt war das Feedback überwiegend positiv. Ich habe kurz mit einer Kollegin von einem anderen Standort darüber diskutiert. Die war, fand die Idee auch sehr gut und vor allem die Herangehensweise, wie wir es hier beim FC St. Pauli gemacht haben, dass wir nämlich relativ unkompliziert mit Fans und Verein gemeinsam hier was in relativ kurzer Zeit auf die Beine stellen können, was dann ja auch ein ganz gutes Echo meiner Meinung nach erstmal nach sich gezogen hat. Und klar, und ich glaube, in der Fanszene ist schon natürlich überwiegend positives Feedback alleine, weil wir es, glaube ich, geschafft haben, jetzt einen wichtigen Beitrag zur Debatte erstmal in die Welt zu bringen. Und das soll ja auch nicht das Ende sein, sondern wir gehen davon aus, dass wir hier einen Anstoß leisten für weitere Diskussionen, vielleicht auch mit Sicherheit auch im Verein und aber auch bundesweit für den gesamten Fußball. Und ich glaube, daher ist das Feedback erstmal durchaus positiv. Sehr schön. Henning, möchtest du noch was ergänzen? Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Sehr gut, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage von der dpa von Klaas Henning an Oke zur heutigen Diskussion um Gehaltsobergrenze. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Obergrenze in Europa kommt? Sollte die DFL in Europa vorangehen in dem Punkt? Wir müssen einfach ganz klar sehen, wir stoßen Themen ja nicht als FC St. Pauli an, sondern der Fußball insgesamt muss sich überlegen, wohin er will. Und ich werde nicht müde zu betonen, und das übrigens schon seit mehreren Jahren, dass wir uns auf der einen Seite ein finanziell sehr offenes System ohne Regeln und Regularien gönnen, wohingegen der kapitalistischste Sportmarkt der Welt, nämlich die USA, auf der anderen Seite die sozialistischsten Begrenzungen hat. Und ich glaube, wir können nicht beides haben. Also ich sag mal, sämtlichen Kapitalzufluss ohne Regeln. Ich glaube nicht, dass das am Ende dazu führen wird, dass wir hier ein gesundes, dem Sportsgeist entsprechendes Wettbewerbssystem aufrechterhalten können. Und ich glaube, das sehen relativ viele Vereine ganz genauso, dass dieses System eben nicht mehr gerecht ist und wir natürlich auch in ganz Europa feststellen, dass die Meisterschaften in der Regel schon vor Anpfiff feststehen und es eigentlich immer nur noch darum geht, sind es 10 Punkte oder 14 Punkte Abstand zum zweiten. Und das ist natürlich ein Thema, die natürlich auch die Attraktivität leiden lässt. Und die Attraktivität ist aber letztlich, und der Wettbewerb und die Attraktivität sind letztlich die beiden Modelle, die auch dafür Sorge tragen, dass, ob es Fernsehsender, Zuschauer, Zuschauerinnen, Fans sind, die natürlich auch zu dem wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Und da müssen wir uns wirklich ein wenig vorschützen. Und ob die Gehaltsobergrenzen kommen, ist ein wichtiger Debattenbeitrag, denn wir müssen die Ausgabenseite der Vereine, Stichwort übrigens wieder US-System, uns natürlich sehr genau angucken und ob wir eine nach oben offene Gehaltsskala uns überhaupt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte erlauben können oder ob wir nicht auch sagen, da gibt es gewisse Begrenzungen. Und ich habe heute mit Interesse natürlich von dem Gutachten von Herrn Oppermann gelesen und finde es zumindest auch einen relevanten Beitrag, dass man mal sagen kann, es ist durchaus möglich, dass so eine Gehaltsobergrenze natürlich festgelegt wird. Mir gefällt der Zungenschlag nicht immer, dass es seitens der UEFA passieren muss. Ich glaube, wir sind
der nationale Verband, wir sind die DFL, wir sind ein Verein der DFL. Und ich glaube, wer sich zutrauen darf und kann, ein Hygienekonzept 1.0 zum Restart der Bundesliga hinzubekommen, der darf auch als Vorreiter in finanztechnischen Fragestellungen gelten, um vielleicht den einen oder anderen Ansatz auch in der Diskussion nach vorne zu tragen als DFL, der gesamtgesellschaftlich dann auch europäisch zu einem gesünderen Wettbewerb führt. Denn dass der Wettbewerb derzeit nicht gesund ist, das ist offensichtlich. Und ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie eine Neiddebatte aufzumachen um die hohen Gehälter, sondern dass es einfach darum geht, den Fußball nachhaltiger aufzustellen und tatsächlich für die Zukunft zu rüsten. Und genau, das ist ganz wichtig zu betonen, keine Neiddebatte. Deswegen wir ja auch in dem Papier ganz bewusst gar nicht von einer konkreten Gehaltsobergrenze oder sowas sprechen, sondern einfach sagen, dass die Spielergehälter sich an einem prozentualen Anteil der originären Einnahmen eines Vereins orientieren müssen. Sprich, wenn jetzt ein Verein der Meinung ist, okay, wir möchten aber jetzt für Spieler X ganz, ganz viel Geld ausgeben und dafür ist der restliche Kader aber vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger, dann ist das die freie Entscheidung eines jeden Vereins, dies zu tun, solange das Geld aus eigener Wirtschaftskraft dafür entsteht. Genau, du hast in verschiedenen Sportsystemen natürlich unterschiedlichste Mechanismen, ob es die sogenannte Luxussteuer ist für Vereine, die eben die Grenze am Ende übertreten, die dann wiederum in einen Solidartopf eingezahlt wird. Und selbstverständlich hören wir auch immer die kritischen Stimmen, die sich bestimmt auch in den Fragestellungen nachher noch widerspiegeln werden. Und darauf kommen wir bestimmt später nochmal zurück. Aber das Leistungsprinzip des Fußballs aufgrund des tabellarischen Platzes und der damit verbundenen Einnahmemöglichkeiten durch die TV-Geldverteilung eines jeden Clubs sind natürlich momentan in Stein gemeißelt. Aber es ist ja in Wahrheit gar kein Leistungsprinzip, denn es ist eine mehr oder weniger bereits vor der Saison feststehende Tabelle. Denn es ist nun mal auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Vereine und Clubs mit dem meisten Einsatz von finanziellen Mitteln nachher auch tabellarisch besser dastehen als die anderen. Und das ist natürlich etwas, da müssen wir das Thema Leistungsprinzip und das Wort Leistungsprinzip tatsächlich auch mal innerhalb der DFL vollumfänglich diskutieren. Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt hat eine Frage an Uke. Mit dem Positionspapier sprecht ihr vielen Fans und Vereinsvertretern aus der Seele. Welche Vereine sind dazu bereit, euch bei eurem Plan, den Fußball zu revolutionieren, zu unterstützen? Als Einzelkämpfer wird es wohl schwer, das Vorhaben umzusetzen. Alex, danke für die Frage. Ich weiß, dass ihr ja immer alle Namen hören wollt und konkret am besten sofort wissen wollt, wer das alles direkt mit unterschreiben würde auf Vereinsseite und auf Clubseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, der FC St. Pauli ist ein Verein, der sich immer auf die Fahne geschrieben hat, mal Ideen zu haben. Vielleicht sind auch manche Ideen sehr quergedacht, aber sie sind zumindest ein Debattenbeitrag. Und ich möchte gar keinen Clubvertreter oder niemanden hier in Verlegenheit bringen, uns zur Seite springen zu müssen oder uns kritisieren zu müssen. Es ist ein Standpunkt des FC St. Pauli. Diesen Standpunkt vertreten wir mit allen positiven wie negativen Aspekten. Und wir fühlen uns damit wohl, weil es einfach, wie gesagt, ein Debattenbeitrag ist. Und natürlich, und das möchte ich hier mal sagen, geht es auch um die KMUs des Profifußballs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, bis hin übrigens auch zu Vertretern und Vertreterinnen der dritten Ligen und auch darunter liegend. Wie wollen wir mit dem Fußball umgehen? Stichwort Nachwuchsförderung bzw. Ausbildungsentschädigung. Auch in diesem Punkt stellt unser Papier einen sehr klaren Aspekt dar, dass wir doch mal wirklich uns angucken müssen, was da draußen in der Realität passiert, wo 14-, 15-Jährige 200, 500 Kilometer von zu Hause großgezogen werden sollen und wir uns hier um Ausbildungsentschädigungen, die für große Clubs natürlich lächerlich sind, unterhalten. Es muss natürlich umgedreht werden. Wenn sich solche Clubs für solche Spieler interessieren, dann muss die Ausbildungsentschädigung ein empfindliches Modell werden, also einen empfindlichen Betrag darstellen, der gezahlt werden muss an den Verein der Ausbildung.
Zweitspielberechtigung, damit die Spieler bei ihrem Heimatclub erstmal weiterspielen können, aber vielleicht trotzdem Fördermaßnahmen in NLZs mitmachen können. Das sind alles Themen, die wir aufgegriffen haben und die uns wichtig sind. Und ich weiß, dass es viele Vereinsvertreter gibt, die das gut finden. Selbstverständlich wird es aber auch kritische Stimmen geben und mit denen können wir hervorragend umgehen, weil wir stellen uns jeder Diskussion, wir sind offen und wir haben auch keine Angst vor irgendwelchen bösen Worten. Darf ich? Ja, und vielleicht noch nur ein Satz dazu. Wir haben das Ganze auch in der Überzeugung geschrieben, dass das für die Mehrheit der Vereine Dinge verbessern würde. Also natürlich kann ich da auch keine konkreten Vereine jetzt nennen, aber im Blick auf die Frage, welche Vereine das unterstützen würden, glauben wir schon, dass es durchaus viele Vereine gibt, in deren Interesse das auch ist. Also ich würde sagen, natürlich ist es so, dass viele der Positionen und Ideen aus dem Papier vornehmlich erstmal augenscheinlich kleinere Vereine und vor allem die eingetragenen Vereine stärken. Aber wir sind uns halt auch ganz sicher, dass das ganze System darüber hinaus profitieren wird. Weil wir haben uns die große Frage gestellt, was wollen wir für ein Fußball sein? Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wahrscheinlich werden wir die reichste Liga nicht mehr werden, wollen das auch nicht werden, weil wir England nicht einholen. Aber wir können unsere anderen Stärken noch besser zur Geltung bringen, wie halt vielleicht die nachhaltigste Liga zu sein oder auch die ausgeglichenste, spannendste und fairste. Und das ist mit Sicherheit eine Attraktivitätssteigerung für den ganzen Wettbewerb, der die Bundesliga und die zweite Liga für Spieler und auch Fans attraktiver machen wird, mit Sicherheit. Und somit würden am Ende alle auch gewinnen. Da sind wir uns sicher. Wir müssen auch das kann man noch ergänzen. Es geht um Diversität, es geht um Good Governance, es geht um Compliance-Regeln, es geht um tatsächlich auch mal Stichwort Regularien, Stichworte wie die soziale Marktwirtschaft, die sozusagen natürlich ein wirtschaftliches Voranbringen in der Vergangenheit gezeigt hat. Und wir müssen uns an solchen Themen orientieren, gerade nochmal, weil diese pandemische Situation, in der wir uns befinden, einen wahnsinnigen Nachhall haben wird. Und auch da geht es bis hin zu Ticketpreisen, Leuten den Zugang zum Fußball ermöglichen. Ganz viele der Themen, wo der Fußball auch wiederum als gesellschaftlich relevanter Kit gilt. Und das ist für uns extrem wichtig, dass wir das irgendwie darstellen können. Und das wollen wir als FC St. Pauli unbedingt darstellen. Und ich hoffe, dass auch viele Vereine Lust haben, an so einem Attraktivitätsboost für die Liga mitzuarbeiten. Oke, du sprichst es gerade an, du hoffst, dass viele da auch mitziehen. Alexander Berthold hat dahingehend auch gleich eine Nachfrage. Wie groß ist eigentlich der Glaube, dass eure Vorschläge für eine bessere Fußballwelt in Deutschland Anklang finden? Die Big Player werden sich sicher mit Händen und Füßen dagegen wehren, Geld abzugeben. Und die DFL hat in der Vergangenheit eher gescheut, sich mit Clubs wie Bayern oder Dortmund anzulegen. Ja, die großen Vereine, die übrigens für die Attraktivität der Liga natürlich von Relevanz sind, können aber am Ende nicht alleine eine Liga bestreiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist schon wichtig und sie verstehen schon auch alle, dass eine Attraktivität sich nicht dadurch auszeichnet, dass man festgelegt den ersten, zweiten, wahrscheinlich auch dritten Platz der Liga meistens schon festgelegt hat. Und zwar, wie gesagt, bevor die Saison beginnt. Und dass diese Attraktivität, die etwas leidet, auch natürlich sich nachher vielleicht in einer Attraktivität eines Preises niederschlägt und einer minderen Attraktivität des Preises niederschlägt. Und da muss man sich auf jeden Fall ernsthafte Gedanken machen, denn wir befinden uns überhaupt in einer Situation, wo jüngere Menschen sich, sage ich mal, nicht mehr mit der Geduld ein 90-Minuten-Fußballspiel angucken, sondern vielleicht noch ein paar Snippets schauen. Und auch ältere Menschen, die sich nicht zwei, drei Abos derzeit leisten wollen oder können, natürlich auch, siehe die Einschaltquoten in der jüngeren Zeit, natürlich auch nicht mehr so vor die Fernseher oder ins Stadion zu locken sind. Und da muss der Fußball Antworten drauf finden, mit welchen Attraktivitätsmerkmalen er die Zukunft gestalten möchte. Und ich glaube, dass die tatsächlich in einigen, die in diesem Papier dargestellten Faktoren auf jeden Fall liegen werden. Und ich hoffe sehr, dass wir uns alle gemeinschaftlich daran, als Vereine und Clubs der DFL daran beteiligen.
Dann gibt es eine Frage von Nils Weber von der Mopo. Was sind ganz konkret die Punkte, die ihr für am schnellsten umsetzbar haltet? Vielleicht eine Frage auch an Henning. Ich glaube, was relativ schnell umsetzbar wäre, wäre ein Fanbeirat. Das muss man beschließen, dass es den geben soll. Und dann kann man den einführen. Und ich denke, es gibt auch eine Reihe an Organisationen innerhalb der deutschen Fanszene mittlerweile schon, die in der Lage wären, da sozusagen jemanden für zu stellen. Bei den anderen Themen tue ich mich ein bisschen schwer, da eine Prognose abzugeben, weil da natürlich ganz viel auch mit internen Mechanismen innerhalb der DFL das zusammenhängt und gerade irgendwie in Bezug auf die TV-Geldverteilung ist da ja jetzt sozusagen auch schon eine Diskussion im Gange oder darum wird es ja jetzt in nächster Zeit halt auch gehen. Genau, da kann vielleicht dann Oke doch eher noch was zu sagen. Ja, also ich glaube, es ist sogar relativ klar zeitlich vorgegeben. Also das Thema Fanbeirat ist mit Sicherheit eines. Das ist ein, ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, ein paralleler Strang, der jederzeit natürlich diskutiert werden und auch beschlossen werden könnte. Da gibt es gar keine zeitliche Vorgabe für. Da hat Henning vollkommen recht. Ansonsten haben wir jetzt eine neue Ausschreibungsphase der TV-Einnahmen gerade hinter uns bringen dürfen und dementsprechend wird es auch um die Verteilung gehen. Deshalb ist das natürlich unmittelbar ein zeitlich begrenzter Faktor, der bis Dezember diesen Jahres mindestens diskutiert wird und auf einer Mitgliederversammlung der DFL dann auch beschlossen werden wird und umgesetzt wird. Und parallel dazu läuft Richtung Herbst eine Taskforce, die sich ja auch wie angekündigt seitens der DFL um einen Veränderungswunsch innerhalb der DFL bemüht und dort auch verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wir diskutieren immer wieder und gerade auch wahrscheinlich in den nächsten 6 Monaten sehr viel über wirtschaftliche Faktoren. Im Mittelpunkt steht der Sport und das ist die Faszination, weswegen die Menschen am Ende ins Stadion gehen, um sich mit ihren Leuten zu treffen, teilweise sich über Tore zu freuen, bei uns hoffentlich auch bald wieder über mehr Tore zu freuen und das ist eben etwas, wo man hin will und wir sind leider Gottes ein bisschen sehr in die wirtschaftliche in die wirtschaftlichen Debatten gekommen, die viel zu präsent sind und deshalb braucht es Regularien, an die man sich festhalten kann und nicht der eine den anderen aussticht. Und ich sage mal ganz ehrlich, jeder kennt die Methoden des anderen Clubs oder des anderen Vereins und deshalb ist auch keiner schlauer oder weniger schlau als der Nächste oder besser oder schlechter als der Nächste. Es ist, wie gesagt, am Ende nur einfach eine Disintegrität des Wettbewerbs. Dann eine Frage von Thorsten Poppe vom Deutschlandfunk an alle. Mit Unser Fußball existiert seit ein paar Wochen schon eine bundesweite Faninitiative, die ähnlich oder gar dieselben Forderungen an den Profifußball wie das Positionspapier des FC St. Pauli stellt. Warum kämpft hier jeder für sich, anstatt sich zu koordinieren und mit einer Stimme in dieser Debatte zu sprechen? Ja, das ist richtig, genau. Unser Fußball hat sehr gute Vorschläge zur Debatte in den letzten Wochen eingebracht und uns ist es auch total wichtig, das eben nicht als Konkurrenzpapier zu sehen, was wir erarbeitet haben. Da ist es auf jeden Fall, es ist vollkommen richtig, es ist absolut sinnvoll, sich da in Zukunft noch weiter zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Ich denke, die Entwicklungen sind an verschiedenen Standorten halt einfach natürlich parallel gelaufen in der Corona-Krise. Unsere Idee war hier relativ schnell mit dem Verein zusammen was Konkretes auf die Beine zu stellen. Der nächste Schritt wird mit Sicherheit auch die weitere Vernetzung sein und ein weiterer Austausch zum Thema, weil es diverse Gruppen gibt, die sich mit dem Thema befassen, die richtig gute Arbeit leisten. Und da wollen wir nicht in Konkurrenz stehen, sondern da wollen wir natürlich gemeinsam arbeiten. Das ist keine Frage.
Gut, dann nochmal eine Frage von Alexander Berthold, ebenfalls an alle auf dem Podium. Welche konkrete Gefahr seht ihr denn für den Fußball in Deutschland, wenn der Inhalt des Positionspapiers keinen Anklang finden sollte? Vielleicht gerne an Henning. Genau. Also ich sehe mittlerweile schon immer mehr die Gefahr, dass die Leute sich vom Fußball einfach abwenden werden. Weil, also das, die Themen, die jetzt sozusagen gerade verstärkt in den Vordergrund rücken, gibt es ja seit Jahren. Und seit Jahren wandern immer Leute vermehrt irgendwie davon ab. Man findet das, also man merkt das vielleicht aktuell noch nicht irgendwie in den Stadien. Aber je mehr und mehr Leute sagen, das ist nicht mehr mein Fußball, damit kann ich nichts mehr anfangen und das ist nicht mehr das, wofür ich meine gesamte Freizeit und mein Geld irgendwie aufbringe, um das mit Leben zu füllen, dann wird irgendwann auf lange Sicht dem Fußball einfach auch so die wirtschaftliche Grundlage flöten gehen. Also das kann zwar irgendwie ein paar Jahre dauern, also wer jetzt irgendwie in Quartalsabschlüssen denkt, den wird das jetzt vielleicht irgendwie nicht groß erschrecken lassen. Aber wenn man den Fußball langfristig erhalten möchte, so wie man ihn gerne hätte, dann glaube ich, ist es unerlässlich, da wieder die Verbindung zur Basis hinzubekommen. Ich würde mich Hennings Einschätzung da anschließen auf jeden Fall. Also ich habe auch durchaus die Sorge, dass der Fußball seine Fanbasis mittelfristig verlieren wird. Wir hier beim FC St. Pauli sind da, glaube ich, noch ganz gut aufgestellt. Ich glaube, schwieriger wird es tatsächlich schon, an anderen Standorten eine echte Identifikation zu schaffen, weil mit Konzernstrukturen eine emotionale Verbindung einzugehen, dürfte sicherlich sich deutlich schwieriger gestalten als in klassischen Strukturen eingetragener Vereine mit Mitbestimmungsrecht und Partizipationsmöglichkeiten. Und ich könnte mir zwar vorstellen, dass der Fußball das Abwenden seiner Fanbasis finanziell überlebt, allerdings würde ein wichtiges Stück Kulturgut verloren gehen. Ich bin mir sicher, dass wir über Jahre den Fußball noch gewinnbringend auf dem internationalen Markt, TV-Markt verkaufen können. Allerdings ist er dann aus meiner Sicht verkommen zum Stück Handelsware der Kulturindustrie. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach nicht wünschenswert ist, weil er einfach eigentlich im Moment noch ein wichtiger Teil der Gesellschaft hierzulande ist und ein Stück Kulturgut. Und das wollen wir nicht verlieren. Und ich glaube halt auch, dass es schon dieser wirtschaftliche Erfolg eine gewisse Halbwertszeit einfach hat. Weil also man erkennt ja jetzt schon, dass aufgrund der Geisterspiele geringere TV-Margen gezahlt werden. Und natürlich ist es nochmal ein Unterschied, ob wir jetzt Geisterspiele haben oder einfach nur weniger Fans und sich Fans irgendwie abwenden. Aber es zeigt halt doch auch, dass also der Warenwert sozusagen des Fußballs ganz klar damit zusammenhängt, welche Stimmungen und welche Emotionen dabei transportiert werden. Mir ist es in allererster Linie wichtig, dass es wieder spannend ist, Fußballspiele zu erleben und zu schauen und dass der Ausgang nicht vorher bestimmt ist. Wir alle freuen uns über übrigens Modelle, wie sie vielleicht in Mainz, Augsburg, Freiburg passieren können, die alle übrigens vor den drastischen Änderungen innerhalb der letzten 10 Jahre schon erfolgreich geworden sind und den Erfolg mitgemacht haben. Diese Modelle sind unter den jetzigen wirtschaftlichen Möglichkeiten kaum mehr bis gar nicht mehr erzielbar. Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga steigen in aller Regel innerhalb der ersten 1 bis 3 Jahre wieder ab, weil sie wirtschaftlich am Ende doch nicht mithalten können. Da gibt es eine Zeit lang die emotionale Welle, die vielleicht ein Team nochmal ein zweites oder vielleicht nochmal ein drittes Jahr in der Liga hält. Aber solange die Wirtschaftskraft nicht annähernd da ist, hat man kaum eine Chance mitzuhalten. Und ich sage es ganz deutlich, das, was wir hier in Deutschland betreiben, ist im Grunde genommen ein Closed Shop durch die kalte Küche. Und dieser Closed Shop ist also quasi das amerikanische System, nur, wie gesagt, ohne die regulatorischen Maßnahmen, die das amerikanische Sportsystem mitträgt. Und es ist für mich ein wirklich schwieriges Unterfangen, dass wir so hohe unterschiedliche Einnahmefaktoren auf der einen Seite haben, die natürlich die Ausgaben auf der anderen Seite auch völlig unkontrolliert darstellen lässt, sodass eben dieser Wettbewerbsvorteil
Vorteil, sich nicht durch gute Arbeit alleine, durch gutes Scouting alleine niederschlagen kann. Und das ist eben einfach, wir erzählen den Leuten ein Märchen, welches es manchmal temporär ein Stück weit gibt, aber am Ende müssen wir klar faktisch sagen, erfolgreich ist der, der am meisten Geld hat, und das ist unterschiedlich verteilt, und dementsprechend haben wir eigentlich eine festgesetzte Ligastruktur. Und das ist natürlich etwas, wo wir diese Gefahr sehen, dass es schlicht etwas öder wird. Und wir uns hier beim FC St. Pauli natürlich über eine hervorragende kulturelle Komponente und eine Miteinanderkomponente der Menschen und der Mitglieder und der Fans alle ergötzen können. Aber wir wollen am Ende Spaß an dem Spiel mit der Chance auch siegen zu dürfen. Und da geht es nicht nur um den FC St. Pauli mit der Chance siegen zu dürfen, sondern da geht es genauso um die Europapokalplätze, aber auch um die Absteiger aus der ersten Liga und auch teilweise die Situation in der dritten Liga, der wir uns auch im Positionspapier gewidmet haben. Und ich möchte wirklich zum Ausdruck bringen, so ist es eine sehr schwierige Situation. Und aber kein Abgesang auf den Profifußball, sondern nochmal ganz deutlich unterstrichen, wir wollen das Element wieder freilegen, was den Fußball groß gemacht hat. Und das sind attraktive Spiele, das ist ein attraktiver Wettbewerb. Und das sind die Momente, wo die Menschen mit ihren Enkeln oder ihren Kindern gerne ins Fußballstadion gehen, weil es einfach ein schöner Moment ist und sie hier viel Freude haben können. Sven und Henning, es gibt noch mal eine Nachfrage bezüglich Fanbeirat. Nils Weber von der Mopo fragt, Fanbeirat klingt gut, aber welche Einflussmöglichkeiten wünscht ihr euch? Eine Stimme in der DFL, beispielsweise ein Modell 36+1, bei dem Fans am Entscheidungsprozess beteiligt sind und auch Einblick bekommen? Gewünscht hätten wir uns natürlich eine Stimme. Das ist allerdings aus verbandsrechtlich schlicht und ergreifend nicht möglich, dadurch, dass wir quasi kein Fußballverein sind und damit halt auch nicht Mitglied der DFL im eigentlichen Sinne sind, können wir auch nicht stimmberechtigt sein. Was sozusagen jetzt der große Unterschied ist, was wir zur jetzigen Situation im Positionspapier dann fordern, ist die Verpflichtung dazu, dass Empfehlungen, die der Fanbeirat ausspricht, begründet und nachvollziehbar abgelehnt werden müssen, wenn sie denn abgelehnt werden. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, okay, was heißt denn jetzt irgendwie, was ist jetzt eine nachvollziehbare Ablehnung? Das ist natürlich sehr subjektiv. Aber es schafft zumindest dann eine Diskussionsgrundlage, mit der man in weitere Verhandlungen gehen kann. Und wir würden uns wünschen, dass das bei allen Fans betreffenden Themen passiert, was fast alle sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen der neue Aspekt. Also man muss ja fairerweise auch sagen, es gibt mit der AG Fankultur schon so eine Art Beratergremium, was auch mit verschiedenen VertreterInnen der Fanszenen und fankulturellen Aspekte gut besetzt ist, sich den fannahen Themen auch sehr gut annimmt. Da gibt es auch einige Erfolge in der Vergangenheit, zum Beispiel die Abschaffung der Montagsspiele würde ich da mal nennen, die über einen langen Prozess hinaus jetzt doch zum Erfolg geführt haben aus Sicht der Fans. Wir würden uns allerdings halt über eine Erweiterung der Themen freuen, weil wir heute feststellen, es sind eben nicht nur die originären Fan-Themen wie die Spielansetzung oder die Fanmaterialien oder Kollektivstrafen, sondern es sind auch Sachen wie Spielansetzungen, sportpolitische Entscheidungen, die irgendwie auch unheimlich wichtig sind für das Ganze und für die Sicht der Fans. Und am Beispiel der Montagsspiele hätte man quasi sehen können, hätte der Sport oder die DFL vor Jahren auf die Meinungen der Fans gehört, hätte man sich wahrscheinlich jahrelanges Hin und Her und viel Ärger ersparen können. Und deswegen wünschen wir uns da einfach noch mehr Gehör und mehr Transparenz, wie Henning schon gesagt hat. Dahingehend passt perfekt eine Frage von Klaas Hennig von der dpa an Sven und auch an Henning. Fühlen sich die Fans durch die Diskussion und der Entwicklung der vergangenen Corona-Monate von der DFL, vom DFB und den Vereinsvertretern ernster genommen als in der Vergangenheit? Wer möchte zuerst? Sven vielleicht? Das ist schwer zu sagen tatsächlich.
Was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass ich in letzter Zeit mit vielen Fans gesprochen habe, die mir gesagt haben oder die uns sagen, dass ihnen der Fußball eigentlich gar nicht so fehlt. Und die diese Zeit also zum Bewusstwerden, als Bewusstwerdung, für die Bewusstwerdung nutzen oder genutzt haben. Und sich darüber im Klaren geworden sind, vielfach, was an dem System Profifußball eigentlich gar nicht so ihr Ding ist. Und um die Frage auch noch zu beantworten. Ehrlicherweise sind wir in diese Diskussion gar nicht reingekommen, weil wirklich ganz viele Fans jetzt gesagt haben, boah, wir haben im Moment ein bisschen die Schnauze voll von Fußball und wollen uns jetzt erstmal neu sammeln. Und daher gibt es da kein einheitliches Bild. Henning vielleicht noch? Ja, also zum einen haben wir hier vor Ort natürlich diese ganze Diskussion in den letzten Monaten vorrangig mit unserem eigenen Präsidium irgendwie geführt und deswegen habe ich jetzt gar nicht so sehr den Blick darauf gerichtet, wie gut fühle ich mich jetzt da von der DFL verstanden oder abgeholt. Ich weiß nicht, ja, ich habe schon immer mal wieder irgendwie den ein oder anderen Satz in den letzten Monaten gehört, den ich für ganz klug hielt. Allerdings muss ich auch irgendwo gestehen, dass so mit den Jahren wird man halt immer skeptischer, ob aus klugen Sätzen dann auch irgendwann Taten folgen. Und deswegen bin ich da sehr unsicher. Ich glaube, wir müssen einfach wieder ehrlich sein. Ehrlich mit dem, wie wir mit den Menschen, mit der Gesellschaft, mit Fans, Zuschauern, Mitgliedern umgehen. Wie gesagt, was für ein Fußball wir sein wollen, wenn wir teilweise sehen, dass natürlich auch gesellschaftlich gerade, wie gesagt, nochmal in dieser pandemischen Situation Dinge aufpoppen, wie Kurzarbeit und Konzerne, die teilweise auf Kurzarbeit setzen, aber ich sag mal, Geld für Fußballer auf der anderen Seite ausgeben, dann ist das natürlich auch für den einfachen Steuerzahler und die einfache Steuerzahlerin am Ende mal ein Thema, wo man mal ein bisschen genauer hinschaut. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sollte der Profifußball sehr ernst nehmen, auf der einen Seite große gesellschaftliche Forderungen zu stellen und sich als Kulturgut und vielleicht auch teilweise politischer Spieler zu verstehen und auf der anderen Seite aber in seinem eigenen System durchaus Dinge zuzulassen, die zumindest durchaus kritische Fragen zu stellen sind und wo auch kritische Fragen zugelassen werden müssen. Und am Ende entscheidend ist, wie gesagt, die 36 Profifußballvereine, welchen Weg sie gehen wollen, wie sie miteinander in dem Wettbewerb stehen. Und das ist das Allerwichtigste. 36 Profifußballvereine können nicht ohne den anderen, ja, und alleine spielt sich's schlecht und natürlich kann dann die UEFA oder die FIFA oder die ECA noch 300 weitere Wettbewerbe an den Start bringen und vielleicht auch dort künstlich noch das ein oder andere System, Turniersystem erstellen, aber ich glaube, damit tut sich niemandem Gefallen, denn die nationale Liga hat ihre Attraktivität über mehrere Jahrzehnte aufgebaut und es ist eine lokale Identifikation mit Leuten und nicht nur die Identifikation, weil jetzt Van Dijk bei Liverpool spielt, sind jetzt auf einmal alle Liverpool-Fans. Ja? Also das ist einfach, glaube ich, eine Illusion, der wir uns da hingeben. Und wir sollten schon sehen, was hat man als nationale Liga eigentlich auch für eine Aufgabe, nämlich die Leute und die Menschen da abzuholen, wo sie sich befinden, nämlich identifizierend mit ihren lokalen Fußballvereinen. Und ich halte das für absolut dringend notwendig, dass man das tut. Gut, ich habe bei der Frage von Klaas einen Zusatz vergessen. Ich dachte, das wäre eine Zusatzfrage, aber es passt auch direkt zur Frage von Alexander Berthold. Klaas fragte, inwieweit fühlen sich die Fans beispielsweise in die Pläne um die Rückkehr ins Stadion einbezogen? Und Alexander Berthold fragt, wie steht ihr zur möglichen Teilzulassung von Fans in der neuen Saison? Eine gute Option oder doch lieber ganz oder gar nicht? Wer möchte anfangen? Sven vielleicht? Ja,
Also hier beim FC St. Pauli sind die Fans gut in den Prozess und eingebunden. Das läuft über die entsprechenden Gremien, ist die Kommunikation offen und transparent. Und zur Frage, zur Haltung, ob Zuschauer, Zuschauerinnen in die Stadien zurückkehren, das ist letztendlich eine Entscheidung, die die Wissenschaft und die Ämter vor Ort treffen müssen. Und mit Sicherheit ist das Einzige, was wichtig ist, dass die Gesundheit über allem steht und dass der Fußball auch hier seiner Verantwortung gerecht wird. Das ist was, wo wir nur sehr schwer eine Prognose zu abgeben können, denke ich. Also ich kann für mich persönlich sagen, ich fühle mich in diesen Prozess hier auch ganz gut eingebunden. Was die Haltung dazu angeht, dazu sage ich jetzt einfach gar nichts, weil das ist jetzt hier nicht mein Mandat. Und ich habe da zwar eine persönliche Meinung zu, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da die Meinung der gesamten Fanszene des FC St. Pauli zu vertreten zu können. Dann nochmals Klaas Hennig, eine Frage an Oke. Wächst bei der Umsetzung der Pläne die Gefahr, dass der deutsche Topfußball auf europäischer Ebene mit Clubs wie Real, Barcelona, Chelsea und so weiter langfristig mithalten kann? Ja, also wir müssen ja mal eins festhalten und ich lasse immer gern mal ein paar Fakten sprechen. Wir haben jetzt, ich sag mal so grob über 10 Jahre dieses Verteilungssystem, welches wir jetzt haben und ganz besonders in den letzten 5 Jahren dieses Verteilungsverhältnis der medialen Einnahmen. Und ehrlicherweise ist mir nicht bekannt, dass wir außer, ich glaube 2008, 2009, 2012, 2013 und vielleicht dann noch einmal im Folgejahr, ich glaube, es waren dann 4 Mannschaften, in einem internationalen Finale gestanden sind. Damit ist aber auch das Finale in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Bayern München schon inkludiert. Eins war Werder Bremen und eins war dann nochmal Bayern gegen Chelsea. Und insofern muss man sich mal ganz klar die Frage stellen, was bringt uns das am Ende, dieses Thema immer wieder auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit runterzuführen, wenn wir trotz eines völligen Ungleichgewichts und Rattenrennens am Ende immer noch nicht erfolgreich genug geworden sind. Und man muss sich auch immer die Frage stellen, was ist unsere Aufgabe als kleiner Club, als mittelständischer Club, als Teil der DFL und dann auch als DFL. Die DFL hat sich in erster Linie um den nationalen Wettbewerb zu kümmern und es gibt genügend Geld und deshalb ist das auch überhaupt nicht nachvollziehbar für mich, aus den internationalen Töpfen für die Wettbewerbsfähigkeit der internationalen Wettbewerbe. Hier wird ja nur auch ein wenig Augenwischerei betrieben, denn es gibt den internationalen Topf innerhalb des nationalen Verteilungssystems und es gibt eben die internationalen Einnahmen, die von der UEFA für die Europacup- und Champions League-Teilnehmer fließen. Und da sollten wir uns ganz ehrlich auch mal vor Augen führen, dass allein durch die nationale Verteilung eines sogenannten internationalen Topfes das Ungleichgewicht natürlich sehr viel größer geworden ist und damit eben der nationale Wettbewerb mal mindestens an seine strapaziösen Grenzen getreten ist. Dann eine Frage von Alexander Berthold an Oke. Wie hast du die Kritik von Dresdens Sportvorstand Ralf Becker am FC St. Pauli aufgenommen und kannst du seine Sichtweise nachvollziehen? Also ich habe ehrlicherweise, um es ganz deutlich zu sagen, gar nicht so richtig verstanden, was seine Kritik eigentlich inhaltlich und konstruktiv beinhaltet. Werde mich da aber gerne persönlich und zeitnah mit ihm austauschen, denn ich glaube, wenn er das Papier in Gänze und in Ruhe liest, dann weiß er, welche Vorteile es für seinen Verein auch mit sich bringt. Dann war das vorerst die letzte Frage, deshalb einmal die Frage in die Runde. Habt ihr noch Nachfragen? Falls ja, schreibt bitte gerne einmal kurz in den Chat oder hebt die Hand. Da ich nicht alle sehen kann, weil nicht alle ihr Bild haben. Nils, hattest du dich gerade gemeldet? Okay, also kommt noch eine Frage. Gut. Wir warten kurz. Kein Problem.
kommt eine andere Frage noch von Frank Heike. Wie und wo soll die Debatte geführt und weitergeführt werden? Vielleicht direkt einmal an Uke. Also hier clubintern werden wir uns mit Sicherheit natürlich auch über modifizierende Punkte auch nochmal unterhalten, weil es kommen ja unter Umständen auch nochmal ein paar wissenschaftliche Beiträge, die eine rechtliche Betrachtung, eine juristische Betrachtung und so weiter beinhalten. Also hier intern werden wir das weiter vollziehen und wir haben diverse Klausurtagungen und ich würde mich auch freuen, das kann ich aber natürlich auch nicht bestimmen und vorantreiben, wenn Mitglieder und Fans Lust haben, an der Debatte weiterzuarbeiten. Gut, dann warten wir noch auf die Frage von Nils. Ich will dir keinen Druck machen, Nils. Und Frank, falls sich die Frage darauf bezog, wie es im nationalen Kontext passiert, da gibt es ja jetzt verschiedene Ansätze. Wie gesagt, die Taskforce wird sich zusammenfinden in den nächsten Monaten und auch die Verteilungsdebatte steht ja an. Also dort werden die Diskussionen natürlich fortgeführt werden und man ist natürlich auch im Austausch mit vielen Clubvertretern zu dem Thema. Gut, Nils hat seine Frage bereits reingeschrieben in den Chats. Geht an dich, Oke. Würdest du dir wünschen, dass auch mal einer der großen Clubs wie Bayern, BVB, Leverkusen oder Mönchengladbach Bereitschaft signalisiert, umzudenken und Veränderungen zuzulassen? Und zwar ernsthaft und nicht wie immer, was ein Lippenbekenntnis. Nein, Entschuldigung. Ja, nee, ja, also ehrlicherweise, ich verstehe jeden Punkt auch der sogenannten großen Clubs und ich schätze sämtliche Verantwortliche dort sehr und ich kann nur stark dafür werben, dass es natürlich am Ende um die Attraktivität der Liga geht, um eine Stärkung des Nachwuchses, damit auch eine Entwicklung des deutschen Fußballs insgesamt. Das Thema, wie gesagt, Nachwuchs, Ausbildungsentschädigung, Nachwuchstopf innerhalb der nationalen Verteilungsdebatte sind wesentliche Themen, die letztlich auch dazu beitragen, dass man auch den Fußball insgesamt weiterentwickelt. Und ich glaube, viele der Aspekte sind gar nicht so fremd. Und das sind vielleicht auch nur Teilaspekte des Papiers. Ich nehme sehr wohl wahr, dass es einige Vereine der großen Clubs gibt oder einige große Clubs gibt, die zum Beispiel das Thema 50+1 sehr wohl als relevant betrachten. Ich nehme auch wahr, dass einige der großen Vereine sehr wohl sich Gedanken auch um die nationale Identifikation machen und nicht nur um die internationale Vermarktung. Ich nehme sehr wohl wahr, dass es natürlich eine Tendenz gibt, sich auch miteinander da auszutauschen. Und das ist nicht immer so schwarz-weiß und es ist auch nicht nur klein gegen groß, sondern am Ende hat jeder einen Standpunkt, den wir miteinander diskutieren müssen, wo wir am Ende auch zu einem Punkt kommen werden. Und natürlich man dann für die Verbesserung des Profifußballs alle Beteiligten braucht. Und dazu bedarf es natürlich auch einer internationalen Debatte irgendwann. Und Stichwort nicht eine reine Lobbyvereinigung, die dann in der zum Beispiel ECA natürlich auch erfolgreich ausschließlich darum gekämpft hat, dass die großen 10 nochmal deutlich mehr Geld bekommen, was dann wiederum den nationalen Wettbewerb beeinflusst und damit langweiliger macht. Und ich glaube schon, dass das relevant und wichtig ist und auch die Großen nachher verstehen, dass es nicht immer nur um Vermehrung des Kapitals geht, sondern man gemeinschaftlich Wege finden muss, dieses System auch vor sich selber zu schützen. So wie ich irgendwie Sport und Sportsgeist immer verstanden habe, müsste es ja eigentlich auch der größte Anreiz auch für die Big Player sein, unter den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen trotzdem die Besten zu sein. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Falls es nicht noch weitere Fragen kommen, wir warten noch mal kurz ab. Sollten noch Fragen eurerseits bestehen, dann kurz in den Chat ein Ja schreiben. Das scheint nicht der Fall zu sein, weil Alexander Berthold hat schon die Runde geschlossen. Sehr gut, dem folgen wir. Dann vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Tschüss.